Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir spielt die... Matulde. Ich kann nur zwei bauen. Was fehlt denn? Ah, fucking Klebeband. Klebeband hat man noch das Kleber gekriegt, ne? Mhm. Hat man nicht noch irgendwo einen Arsch voll Kleber? 27. Was brauchen wir noch? Bestimmt Stoff. Ja. Stofffetzen. Also dieses Kleberzeug, das ist echt nicht unwichtig. Nee. Ey, wo habe ich den ganzen Stofffetzen? Habe ich doch nicht verbraucht. Du hast die Stofffetzen nicht gesehen. Ach da. Hab's. Ah ne, erstmal muss ich den Kleber herstellen. Oh. Kleber. Ja, komm, mach mal 10. Oder 13, komm. Ja, was machen wir heute? Heute wollte ich oben nochmal ein paar Stacheldraht und Wood-Spikes-Trap hinballern. Ein bisschen Raketenmunition machen. Nur ein bisschen Spaß. Wir bauen uns hier einen kleinen Schutzkäfig. Wir bauen ja auch gerade noch Autoturrets. Einfach nur so, weil wir es können. Ja, wir dachten uns, so Autoturrets sind vielleicht ganz cool, wenn man die in die Basis reinstellt, weil wir es ja jetzt schon hatten, dass die bei uns reingekommen sind. Und die kommen bestimmt auch wieder rein, also. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war. Ja, und dann könnte ich mal wieder Holz hacken. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe nur 100, ein paar zerquetschte Holz, das ist ja nichts. Ah, ein sonniger Tag. Die Vögel zwitschern. Eine Mathilde steht draußen. Hallo. Hallo. Eine Mathilde kümmert sich um... Ich kann hier noch Stacheln an der Seite hinbauen, ne? Warte mal kurz. Ja, da hinten. Richtung Süden, an hinter dem Helikopter, schreit Hussi. Ein Hit, aber nicht tot. Und jetzt ist er tot. Sehr schön. Danke. Irgendwie haben wir unsere Connection gelost. Die Connection gelost. Wir sind kein Team mehr. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Jetzt? Ja, jetzt sind wir wieder ein Team. Hm. Okay. Hier in der Ecke, da könnte man ja wieder was Stachelmäßiges bauen. Kommt da die Spitze hin? Hoffen wir mal. Ja, Trader Joe. Hat er offen? Ups. Ja, Trader Joe ist jetzt offen. Oh, könnte knapp werden. Aber die eine ist hier falsch, die muss weg. So. Hast du gerade was kaputt? Ja, ich habe gerade eine falsch aufgestellte Falle gleich, ach. Okay. Jetzt fehlt mir geschmiedetes Eisen, um die nochmal zu verbessern. Aber lasse ich es erstmal so. Ich mache erstmal schön Holzhacken. Und dann gehe ich hoch. Mach das. Ja, weil nur 100 Holz, was soll ich, wenn ich Frames bauen soll, ganz schnell. Mit 100 Holz. Alles gut. Obwohl ich dann halt noch 50 Frames habe, aber ich brauche immer Reserveholz. Ist okay, ich mache hier gerade nur den Sicherheitskäfig auf der unteren Etage soweit. Weil, wenn die doch reinkommen und wir uns auf den Balkon zurückziehen wollen, ist es blöd, wenn sie dann auf einmal von oben auf uns runtergestürzt kommen. Deswegen mache ich hier diesen Käfig dicht. Dicht.
So, und ich scheiß mal auf die Natur und pflanze keine Bäume mehr. Zack! Nimm das, Natur! Nimm das! Komm, die Natur hat uns hier sehr gut behandelt. Ja. Was ist das? Ich bin's. Nein. Es sei denn, du hast ein weißes Kleid an. Nee. Da, bei dem Essen, ne? Dann bist du es nicht. Ein sehr Hit. Sehr schön. Gut gemacht. Und tot. Gut. Hast du gekillt, ja? Nee, du hattest die gekillt. Ich hatte den ersten, du den zweiten. Ah, okay. Hauptsache tot. Ich mag sie nicht. Ich mag die auch nicht. Ja, unsere Decke ist jetzt auch hier mit Stahlbeton abgesichert. Das Autoturret hier, das erste, ist fertig. Wenn du willst, kannst du es aufstellen. Hm. Aber ich wette mit dir, da musst du noch ein bisschen Schuss reinpacken. Stimmt. Aber bestimmt 9 mm. Ja, ist die Frage, ob wir hier nochmal durch müssen. Ich weiß nämlich nicht, ob man da drüber springen kann. Weil dann würde ich das so... Weil wir können drüber springen. Dann würde ich das nämlich hier so hinstellen. Zack. Jo, kann man drüber springen. Die steht jetzt nämlich im Gang. Im Gang, okay. Hab ich gerade gefragt, worüber du gerade redest. Im Gang, okay, dann ist alles gut. Im Gang ist also, gut. Die hat 9 mm. Ja. Dann, sobald ich in der Basis bin, mache ich dann nochmal... 500 Schuss oder so. Wie viel Schuss ballerst du da rein? Was Power ist. Okay. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ich schaue mir gerade das Ding erstmal so an. Ich muss das auf jeden Fall mit Strom verbinden, damit das funktioniert. Ah, Stromanski brauche ich auch noch. Mhm. Dann gucke ich mal, an welchem weniger hängt. Nein, nicht so. Da. Okay. Werde ich mich wahrscheinlich die rechte nehmen. Oh ja, die ist sehr viel stärker am Anschlag. Das heißt, es wird mit dem verbunden. Ach so, klar, das muss ich natürlich auch anstellen. Oh, nein! Oh! Bist du runtergefallen? Oh. Mach doch mein sowas. Mein Bein ist schon wieder gebrochen. Ist ja echt hardcore mit dir. Ich wollte doch nur den Strom anstellen. Was denn? Ah, ich rutsche. Was denn? Schau dir mal bitte die Zahl an. 98. Ja, welche Farbe hat die Zahl? Rot. Heute ist blutrote Nacht. Scheiße. Nicht 99, wir haben uns verrechnet. Ah, Stacheldraht. Und danke, dass du mich vorwarnst, wenn du hier was anmachst. Oh, Entschuldigung, warte, ich mach sie wieder aus. Nein, ich bin ja weit davon. Ich wollte das Autoturret ausprobieren. Gut, dann mache ich hier keine Seite. Das ist ja geil. Das will ich ausprobieren in der Nacht. Kannst du das Kommando darüber übernehmen, oder was? Ja. Echt? Ja. Cool. So, dann greife ich mir schon mal die Fahrzeuge. Ja. Weil die brauchen wir ja nicht mehr. Nee. So, China, was brauche ich da? Ach so. Klebeband, Stoff, Fetzen, Holz. Den Kopter musst du mitnehmen, den kriege ich nicht mit. Ja, dann bleibt er jetzt da. Nee, da komm ich. Ich habe ein kaputtes Bein.
Ich gehe jetzt gerade erstmal nicht raus. Und ich sehe gerade, wie lange braucht denn das Bein, um heile zu werden. Ah, eine Stunde. Oh, ich brauche Klebeband. Im Waffenschrank. Hä? Rechts. Nein. Da hatte ich Klebeband. Oder habe ich es noch bei mir? Nö, ich habe es nicht bei mir. Ich habe es auch, glaube ich, nicht komplett verbraucht. Ich habe extra... Wie dem auch sei, es ist da nicht drin. Also kann ich unten zumachen, ja? Ja. Ich brauche nur einen Klebeband. Hier irgendwo Klebeband gesehen. Hier oben. Ach, Gott sei Dank. Gut, dann lege ich jetzt die Mine aus. Und wehe, es kommen schon welche. Ich stelle das zweite Autoturret auf. Ja, ganz cool. Genau, wenn du es hinkriegst, wäre noch... Kann ich fliegen? Ah, ich kann ihn wegfliegen, okay. 5mm Munition, ganz cool. Ja. Ist nur die Frage, stelle ich das Autoturret oben hin oder unten? Das ist jetzt die Frage, oben oder unten? Ich bin erstmal zufrieden. Mit dem Kopter. Ja, ich wollte ihn nur mal aus der Schusslinie hier bringen. Okay, ich stell's unten auf. Jetzt habe ich aber 3-4 Fackeln kaputt gemacht. Haben wir noch Fackeln? Ja, die kriegen wir auch schnell neu gemacht. So, landen. Ach, und raus. Siehst du, unten kann ich es überhaupt nicht aufstellen wegen des Gitters. Das heißt, es muss oben hin. Dann baue ich jetzt nach und nach alles zu, damit wir hier... Ach nee, ich brauche erst die Fackeln. Erst die Fackeln. Erst Fackeln, dann Minen. Weil sonst sehen wir nicht. Achtung, ich mache jetzt oben den Generator mal ein. Ja, warte, warte. Ach so, oben. Oben. Oben bin ich ja nicht. Ach, ich wollte ja noch die Munition reinhauen. Wir hatten doch hier irgendwo Fackeln. Ha, das geht echt cool. Achso, dann wolltest du noch Munition, ne? 5 mm, 500, hast du noch? Ob ich mich selbst erschießen kann? Weiß ich nicht, kannst du ja mal versuchen. Ja, ich kann mich selbst abknallen. 200 kann ich hier nochmal machen. Danach muss ich noch was basteln. Fackeln wollte ich haben. Fackeln. Ah, man kann auch den Tag. Ah, okay. Man kann auch Autotarget einstellen. Okay. Genau, wir hatten das früher auch mal mit Autotarget und dann war es auch das Problem, dass das ja. Nee, das waren andere Dinger. Das waren andere Dinger, die wir da hatten. Echt? Hm. Wie kann man die automatisch steuern, indem du dich dran stellst oder was? Hm. Achso. Hm. Okay, danke für die Antwort. Ach, Target Zombies, Target Self, okay. Also da oben steht das irgendwie. Okay. Aha. Irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, ob es klappt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Autoturrets hier stehen. Wäre natürlich interessant, ob der automatisch losballert. Mhm. Alter, Tussi! Du machst gerade Bomben, oder? Erstmal Fackeln und da Kreischfotze. Okay. Ja, ich wollte ein paar Fackeln aufstellen, bevor ich, weil wenn ich die Mine aufstelle, dann kommt man nicht mehr raus. Ja, das stimmt schon. Dann war's das. Hast du recht, Matt. So.
Oh, eine Spinne da hinten. Willst du mich verarschen? Und eine Schreitussi auf dem Hügel. Oh. Aber Headshot. Zack, runtergeballert. Na gut, auf die Spinne scheiße ich jetzt mal. So. Zwei Fackeln übrig. Dann kommen wir zu dem Minenspaß. Mine. Mine. Machen wir Zickzack-Spiel. Mit der Mine. Oh, oh. Spinne kommt. Sieht ihr mich? Nee. Schön in den Arsch geschossen. Spider-Arsch. Spider-Arsch. Bleib weg mit deinem Spider-Arsch. Spider-Arsch ins Minenfeld. Nicht sehr gut. Spider-Arsch. Oh, du kleine Sausack-Ratte. Hat mir die Beine gebrochen. Oh, so ein Wichser. Ich mach dir gleich eine Schiene. Schiene wird gebaut. Danke. Jetzt muss ich nur auf meine Mine aufpassen. Oh, das wäre gut, wenn du das machen würdest. Nicht, dass ich noch selber reinlaufe. Das wäre nicht so toll. Das wäre schlecht. Denke ich. Hätte mal Fähnchen dran machen sollen oder so. Dahin. Ach, das wird schön, das wird schön, das wird schön. Hoffen wir mal nur, dass die nicht vorher schon losgehen. Das hoffe ich auch. Ich habe nicht so viele. Aua! Fuck, Stacheldraht. Hm. Gut, hab noch 9 Reserveminen. Okay. So. Weil die sind jetzt, die hier im Stacheldrahtland baue ich die nicht hin. Die fetzt ja unsere Stacheldraht weg. Das ist ja nicht gut. Die Schiene ist ganz oben links übrigens. Fantastik. Das günstigste, was man bauen kann, ist echt Stacheldraht. Oh, das sieht ja super aus. Was? Na, das Minenfeld. Echt? Ich muss das von oben auch sehen. Sieht wirklich sehr, sehr nett von hier oben aus. Ja, alles um die Dings rum, ne? Ja, ja. Ich hoffe, dass sie wirklich da denken so, da ist die Verteidigung am schwierigsten. Mhm. Oder am einfachsten. Da gehen wir mal durch. Weil wir wollen ja eh, dass sie hier frontal auf unsere Pfeile kommen. Ist ja kein Geheimnis. Genau, so. Du nimmst dir dann den Flammenwerfer, ne? Flammenwerfer? Also würde ich gerne nehmen, wenn wir den haben. Ich meinte doch den Dingsbums. Den Dingsbums. Ich nehme den Dingsbums, ja. Gut, ich habe auch da Reserve. Komme ich ohne das hoch? Ja. So, Frame ist weg. Zack. Rakete. Raketenwerfer, meinte ich. Rote Rakete. Rote Rakete. Wo war das für gebrochene Beine? Oben links. Oben links. Jawohl. Genau, und wir brauchen dann 9mm Munition. Ja. Ich müsste nochmal Hülsen bauen. So. Du kannst dir, darfst dir auch noch 4 Molotow nehmen und 4 Rohrbomben. Scharfschütze, Also ich habe jetzt 500 Schuss auf dem Autoturret oben. Ja. Also draußen und 250 drin. Ich würde mir dann diese Stahlmunition nehmen. Ja, die nimm ruhig dieses Stahldinger.
sind für mich. Hier ist noch hier was in Produktion. Kann ich das beenden? Ungern, aber ja. Ich will ja noch Geschossspitzen machen. Okay, dann mach die erstmal. Die sind wichtiger. Kann ich dir nochmal 70? So. 270 Schuss kann ich dir in 2 Minuten machen. Okay. Also zumindest. Oh, hier sind auch noch 230. Hab ich hier nämlich auch noch ein paar rein. Wo ist meine Flinte? Da ist meine Flinte. Hoffentlich klappt das auch mit dem Autoturret so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil wenn ja, dann rattert der hier los, sobald hier Zombies durch deine komische Tunnels kommen. So, noch eine Mahlzeit. Was haben wir denn so Leckeres im Angebot hier? Ich nehme mal was. Soll ich noch mal gucken, ob ich uns was ganz besonders Schönes machen kann? Irgendwelche Wünsche oder so? Ich nehme Fischtaco. Das ist da, dann nehme ich das halt. Ich habe auch noch Chili Dogs. Nö, das habe ich Fischtaco. Okay. Ich dürfte jetzt auch satt sein, glaube ich, ja. Na, ja, wir. Theoretisch haben wir ja noch relativ viel Zeit jetzt, bis es losgeht. Und, aber da würde ich sagen, machen wir definitiv eine Sonderfolge von unserer letzte Nacht. Unsere letzte Nacht. Das wird unsere letzte blutrote Nacht. Letzte Folge. Hab kein Pipi in den Augen. Letzte Nacht. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir dann die letzte Folge, wollen wir die als Premiere mal veröffentlichen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht, aber ich würde es versuchen. Also dann würde ich halt nur nicht statt... normalerweise wird die ja immer um 14 Uhr veröffentlicht, da würde ich vielleicht 19 Uhr machen. Aha. Dass ihr auch die Chance habt, wenn ihr zugucken wollt, live sozusagen. Ist das dann mehr? Live? Live, ja, dann wird das gesendet und das. Keine Ahnung, ich habe es mir auch noch nicht genauso bei YouTube angeschaut, aber ich würde das gerne mal ausprobieren. Und ich finde, unsere letzte 7-Days-Folge ist ein guter Anlass dafür, dass du das erstmal dieses Premieren-Ding ausprobierst. Na, also zum nächsten Standardtermin. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ob das der Dienstag, Donnerstag oder Samstag ist. Um 19 Uhr? Mir ist es wurscht. Probieren wir es einfach mal. Ich hab's noch nicht. Im Zweifelsfall, ich packe euch das auch nochmal in die Beschreibung von diesem Video, wann genau dann die Premiere stattfinden wird. Achso, man sollte die auch mitnehmen. So. Soll ich dir noch ein paar Eisenstangen-Gitterchen bauen, oder? Das wäre nett, ja. Ich weiß ja nicht, wie viele jetzt da sind. 8. Okay. Reichen, glaube ich, nicht. Wie brauchst du noch? 15? Warte, ich nehme erst mal die und dann gucke ich, wie viel ich noch brauche. Ich habe jetzt einfach 15 angestartet. Falsch ist das bestimmt. So, 160 Schuss sind gerade in Arbeit, 100 sind noch da. Puh. So, oh. Die wichtigste Waffe habe ich vergessen. Ich brauche noch eine Waffe. Kann erstmal weg. Ich brauche... du kannst auch erstmal weg. Genau. Wo ist denn Mr. Raketenwerfer? Total eingegittert wir sind. Ich sehe dich, Heinrich. Ich sehe dich, Mathilde. Oh, du bist ja voll da unten. Voller Gitter. Ja, ich will nicht nochmal sowas haben wie in der letzten Nacht, dass die hier auf den Balkon fallen. Deswegen habe ich das jetzt komplett eingegittert. Kann ich in die Kamera aktivieren?
Dafür musst du auf jeden Fall erstmal den Strom anstellen. Ach so, ich will ja nicht, dass er automatisch schießt. Na, ich mach's mal. Ja, aber du kannst auch manuell nicht schießen, wenn es nicht anders. Ach so, ich dachte, man kann. Ja. Nee, dafür muss der mit Strom versorgt sein. Dann kannst du sozusagen auf das Bild klicken und dann siehst du, was die Kamera sieht und dann kannst du damit so ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich habe jetzt nur das Scharfschützengewehr. Daneben. Headshots. Gut. Okay, ich würde sagen, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt mal eine Pipi-Pause. Und spielen im Anschluss gleich die blutrote Nacht. Die letzte. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Über alles würden wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns begleitet in unserer letzten Folge von 7 Days to Die. Das wird sehr emotional für uns. Emotional. Ich beende das Video, bevor ich weine. Haut rein. Ciao. Tschüss.